Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Wir haben heute noch einen kleinen Teil Map vor uns und zwar möchte ich heute nach Crackcroft gehen. Beziehungsweise, warte mal, ich kann gerade nicht raus scrollen, Moment. Das Tal von Crackcroftshire. Vorher möchte ich gerne noch was machen. Ich zeige euch hier gleich was, weil ich hier noch was gefunden habe. Da haben wir jetzt halt nämlich auch alles. Und ich habe nachgeschaut, weil ich echt lange gesucht habe. Ich bin nochmal hingeflogen und habe gesucht und habe gesucht und habe gesucht wie eine Blöde. Ich habe nachgeschaut, wie man in diese Höhle da kommt. Schauen wir uns heute auch noch an. Aber, ich meine, die kann ich ja eigentlich markieren, ne? Also rein vom Ding her, wenn ich da eh dann hinfliegen muss. So, hier habe ich nämlich die letzte Plattform gefunden. In diesem in Gebiet, sag ich mal. Die war hier, die werden ja nicht, die zeigt es ja nicht auf der Map an. Deswegen muss man die immer so suchen. Die habe ich hier gefunden. Da unten ist schon wieder ein neues Grabhorn. Ich habe beim Suchen, sind noch ein paar Grabhörner gespawnt. Ich glaube, ich habe noch so zwei mitgenommen oder so. Also, wir haben Grabhörner auf jeden Fall. Ich konnte sie nicht stehen lassen. Ich konnte nicht. Es war jetzt halt. Ich habe den schon gesehen, dass er sich unten hingelegt hat. Also da war schon wieder einer da. Ich habe den schon gesehen. So. Wir fliegen jetzt. Hier steht ein Troll einfach mitten auf der Wiese. Nein! Sehr geil. Nee, brauche ich aber jetzt halt nicht. Also, nicht unbedingt. So, hier waren wir überall. Hier war unser schöner Besenflug. Dingens. Und dann gucken wir uns heute mal in dem letzten Gebiet unten um. Weil dann müssten wir auch mit dem letzten Gebiet müssten wir ein paar Herausforderungen abschließen können. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo es ist. Ich habe es nur gelesen. Hier nämlich. Hier kommt man rein. Guck mal, wo das Schatzgewölbe auf der Map ist. Und guck mal, wo der Eingang ist. Hier habe ich... Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon mal... Doch, hier bin ich, glaube ich... Hallo? Hier bin ich, glaube ich, schon mal rumgelaufen. Bin mir aber nicht mehr sicher. War das hier? Ich glaube, oder? Lass mich kurz mal gucken. Ich habe es nur gelesen. Ich habe es noch nicht gesehen. Deswegen muss ich gerade noch mal gucken. Muss nur ein bisschen weiter rausfliegen. Genau, hier geht es einfach nur hoch. Knapp am Herrenhaus. Und hier war einfach nur... Ja, nee, das ist schon das. Glaube ich. Wir gucken einfach mal. Weil hier ist nichts, was so aussieht wie so ein Holzstieg. Das sieht auch hier komisch aus. Kann man hier irgendwas machen? Ja. Lass mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Weil hier stand ich nämlich letztens schon mal. Und hier kann man nämlich tauchen. Das habe ich nicht gesehen. Und dann kommt man hier in diese Höhle. Ich glaube, ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Yes. Sieht interessant aus. Ja, wunderbar interessant. Ach, guck mal. Nach oben. Depulso war es, ne? Depulso. Du
Das sieht sehr instabil aus alles. Ich wollte gerade sagen, mach mal bitte richtig. Das sieht noch alles sehr wackelig aus hier. So, dann haben wir die Höhle nämlich auch. Da bin ich ja super zufrieden. Oh mein Gott. Ich habe mich auch mal geleert. Also wir haben, hoffe ich, glaube ich, nicht mehr so viel Sachen dabei. Von der Ausrüstung her. War alles eigentlich schlechter. Die Handschuhe habe ich getauscht. Die waren nicht identifiziert. Die waren dann besser. Aber ansonsten war, glaube ich, so ziemlich alles schlechter als das, was wir haben. Bin ich jetzt froh, dass wir dieses Gewölbe haben. So. Und jetzt sind wir wieder pitschepatsche nass. Jetzt geht's nach Greycroftshire. Ich weiß jetzt nur nicht, sind wir mit Porten schneller oder mit Fliegen? Ich weiß auch gerade gar nicht, wo. Wir fliegen einfach mal hier so in die Richtung. Wahrscheinlich fliegen wir wieder wo vollkommen falsch hin. Aber es sieht schon schön aus hier, ne? Nee, hier drüben ist es, glaube ich. Weil diesen Baum da mit diesem Purples kenne ich. Da haben wir in einer der letzten Folgen diese kleinen Leuchtedinger hoch. Da war eine Prüfung. Ja, genau. Hier ist diese Brücke rüber. Da unten haben wir unser erstes Dorf. Wollen wir da gleich mal hingehen? Das Beste am Erpressen ist, wenn man dabei. Was hat er jetzt gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Das Beste am Erpressen ist, wenn man dabei. Ich hab's nicht verstanden. Es gibt nichts Cooles am Erpressen. Hallöchen. Eine Rose berührt hast, hast du dich daran verletzt, während du einen Sack... Die Menschen in Upper Hawksville zittern, wenn sie mich sehen. Ich verstehe das letzte vom Satz immer nicht. Versuche es hier nicht allzu einfach zu machen. Wer hat ihn gerade... Nein! Das wirst du noch verraten. Du hättest nicht kommen sollen. Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du... Expulso! Nee. Schau mal nach oben. Nein, nicht im Britzel. Nicht britzeln, nicht britzeln, nicht britzeln. Mit ihrer Elektrizität. Hör doch auf damit. Bon. Oh. War der Strahl, der war doch eben grün. Und dann, wo ich rausgelaufen bin, war der gelb und jetzt ist er wieder grün, oder? Ich glaube, immer wenn man das antatscht, wird es dann grün, wenn es ein Powertrank ist. Warte, ich kann den Kleinen nicht mitnehmen. Lalala. Wo hast du dich denn? Mal ein bisschen Feuer machen hier. Hier drin war doch gerade auch noch was, oder? Revelio. Was ist das denn? Will mich da nicht irgendwie... Das ist, glaube ich, wieder hier hinten drin irgendwo. Ach komm. Es ist nur ein kleiner Beutelgeld. Gift. Hier in den letzten Regionen bekommt man die Einser. War's, ne? Okay. Hier in der Nähe noch irgendwas? Eine Seite und eine Prüfung. Hui. Hier ist auch so ein Ding. Hier könnte auch so ein Platz von einem Grabhorn sein, ne? Ah, ich sehe schon, was ich machen muss bei der Prüfung. Wir machen das zuerst. Oh, welch angenehme Überraschung. Welch angenehme Überraschung. Eins, zwei... Ich weiß gar nicht, wo die alles hin haben. Ja, ich muss nur noch gucken, wo die anderen drei sind.
Ach, da oben. Okay. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Merlin wird bald sehr stolz auf mich sein. So, hier war die Seite bei dem Skelett. Revelio. Da oben ist sie, ja, ich habe sie auch schon gesehen. Drachenskelett. Dieses Drachenskelett könnte schon seit Jahren hier sein. Oder ist es das Ergebnis frischer Wilderei? Sei vorsichtig. Ja, ich meine, ab und zu kommt ja so ein Wyvern hier, aber den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr runterkommen sehen. Ich weiß gar nicht, wo er momentan fliegt. Manchmal sieht man den ja. Letztens hatte ich den hier irgendwo gesehen. Also, hier so drüber fliegen. Keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Wir haben das da. Dann würde ich sagen, gehen wir hier unten so rum, dann da so hoch, so... Obwohl, hier ist ein Altar, ne? Wir haben keine Nacht, glaube ich, oder? Ne, wir haben keine Nacht. Den können wir ja dann zum Schluss machen. Oder wenn es Nacht ist. Sumpfkradler. Ja, da waren doch noch mehr außer drei, oder? Das waren doch mehr gerade, oder? Sind die anderen weg? Revelio. Achso. Nee, nicht ach so. Ach hier, ja, ich hab's gesehen. Warte. Also. Der ist wieder da hinten reingefallen. Guck, hier die kleinen Dinger, die fallen immer hier rein. Also nicht nur kleine Dinger. Säckchen und so überhaupt. Accio. Quidditch. Siehst du, wir haben auch eine Quidditch-Schutzbrille, aber... Nee, nichts geht über meine Brille. Die anderen Brillen sehen alle komisch aus. Also, finde ich. Jetzt weiß ich nicht, aber... Ist die unten wieder? Ist das wieder so eine komische Ding, die unten ist? Ach, boah, schick mich nicht so. Ich will absteigen. Ist hier jemand, der mir irgendwas will? Du bist gerade wieder super nebelig. Ich habe die gar nicht gesehen, die da gerade gekämpft haben. Ich dachte, das wären irgendwelche Tiere da oben. Waren das die, die gerade gekämpft haben? Revelio. Ach, das ist wieder... Bestimmt immer hinter... Nee, ist hier. Ist das immer hinter der gleichen Tür, oder... Ich weiß es gar nicht. Ich hatte schon ein paar Mal so ein Zeug, aber... War das immer hinter der gleichen? Merken wir sowas immer nie. Wieso muss es jetzt halt, wo ich gerade erkunde, so... Map sein? Hier ist der Altar. Oh... Ja, ja, alles gut. Ciao. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier.
Wir haben momentan eh Nebel, dann können wir auch Nacht machen. Nacht ist besser als Nebel. Oh, guck mal, sieht voll schön aus, dieses kleine Dörfchen. Okay. Lass mich gucken, WS war es, ne? Ah, doch, das sieht doch schon fast ganz okay aus. Warte mal. Ein Walfisch. Das ist unser letztes. Da gehen wir gleich noch hier hin. Und lassen diese Dingsbums hier zerplatzen. Dann können wir nämlich... Triff eine flammende Spinne und lass sie explodieren. Dann nehmen wir gleich diese Dinger hier noch mit. Beziehungsweise wir können gerade mal, wenn wir schon... Ach nee, die ist in dem Haus, glaube ich, ne? Die ist in dem Haus. Ich wollte das schnell aktivieren, um da einen Punkt zu haben. Gut, Sie haben die Flohflammen in Crackcroft gefunden. Halten Sie die Augen nach dem Lord der Küste offen. Mehr sage ich nicht. Den habe ich schon gefunden, danke schön. Für den Hinweis. Also guck, hätte man... Ich musste von der Story noch nie nach Crackcroft. Ich musste aber schon von der Hauptstory zum Lord der Küste. Also ist das irgendwie voll komisch durcheinander alles, ne? Mich hat noch keine Quest hier nach Crackcroft hingeführt, bevor ich zum Grabhorn musste. Wir gehen gleich in die Herausforderungen. Ich gucke gerade auf die kleine Karte, aber die sagt mir gerade nichts. Ich habe gedacht, ich finde vielleicht nochmal diesen einen. Hier war er. Nach Crackcroft geht... Ach, da unten. Stopp! Da unten. Hätte einfach nur ein bisschen weiterfliegen müssen. Hier haben wir unseren letzten Besen. Und was war es noch? Umhang des Sternseers. War das Ensemble? Der Besen. Welcher war denn das dann, der da? Ich habe vergessen, ich habe vergessen, wie er hieß. Wie hieß er denn? Funkelfunkenbesen. Funkelfunken. Das ist denn der Funkelfunken? Könnten der Funkelfunken sein? Funkelfunken. Oh mein Gott, ist der hübsch. Oh, den behalten wir. Ich muss kurz mal gucken. Schlecht. Schlecht. Ich gucke immer nett, wenn ich die nebenbei aufnehme. Manchmal gucke ich nett. Aber das siehst du ja eigentlich schon, ob sie besser oder schlechter waren. Aber manchmal weiß ich das auch nicht mehr. Guck mal, wir haben jetzt hier... Oh mein Gott, wo war... Oh mein Gott, wir haben schon wieder so viel was poppelt. Hier haben wir alle Besen. Und wir haben alle, ich weiß nicht, ich hab vergessen, wie es heißt. Hatten wir nicht da oben einen? Ach nee, der war hier. Eigenschaften. Das muss ich eigentlich gar nicht wegmachen, weil da finden wir gleich eh noch welche. Sehr schön. Geh mal rein. Der Funkelfunkenbesen, der sieht voll schön aus mit den Sternen. Hier wabern Spinnweben. Aha. Revelio. Mhm. Akio. Rotkettiges Gewand. Ja, das wollte ich ja auch mal anziehen. Aber ich glaube, wir kriegen nicht mehr Frühling oder Sommer. Ja, du kannst es wieder nicht, ne? Warte mal kurz.
Ich muss manchmal rollen, sonst komme ich da nicht durch. Ach, weißt du was? Wir ziehen uns für das letzte Ding eh wieder um. Einfach nur für heute, weil und so, ne? Warum nicht? Ich habe ja gesagt, wir ziehen das ohne alles an. Also. Was habe ich da schon wieder gefunden? Wenn die immer so dasteht mit den Armen so nach unten und so, das sieht so komisch aus. Das sieht viel komischer aus, als wenn du hier einfach stehst und läufst, ne? So, jetzt haben wir unseren Funkelbesen. Oh mein Gott, ist der hübsch. Er geht durch den Rock durch. Ich sollte keinen Rock anziehen, wenn ich fliege. Oh, das sieht echt schön aus. Wo muss ich denn hin? In diese Richtung. Bianca, falsche Richtung. Weiß das doch. Hier oben war der Ding, ne? Der Altar. Ich drücke mal aus Versehen Shift. Oh, hier ist wieder irgendwas. Revelio. Da unten. Hab ich gesehen. Kannst du auch machen. Da unten ist sogar noch so ein, Säckchen. Das Säckchen ist nur wieder im Boot. Warte mal. Im Boot. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ein bisschen klackern die Säckchen immer. Okay, das ist wieder einfach so ein Ding, wo die Kiste hier steht. Sehr gut. Geflickter Hexenhut. Da hinten war noch eine Prüfung jetzt, ne? Du hast nicht genug Platz. Dann mach dir mal Platz. Um dein Reittier zu rufen. Niffler. Da gibt's Niffli. Ja, da oben, ne? Ich sehe es gerade. Oh. Aber die sind... Sind die nachts auch da? Oder sind die Hauptsache nachts da? Ich sehe jetzt halt keinen. Da unten. Revelio. Oh mein Gott, wie... Oh mein Gott, die laufen ja da überall rum. Oh mein Gott, ich muss die jetzt verscheuchen. Also ich muss die nicht verscheuchen, aber ich werde sie verscheuchen wahrscheinlich. Weil die ja immer... Wie viel ist denn da noch? Weil die ja immer weggehen. Wenn jemand kommt. Tut mir leid. Oh mein Gott, seid ihr süß. Hallo. Oh, das ist sogar ein seltener. Oh mein Gott, ich muss, glaube ich, gerade mal. Warte mal kurz. Revelio. War das jetzt ein seltener oder habe ich mich verdrückt? Jetzt ist alles gut. Revelio. Revelio. Oh, der hat gerade gegähnt. Oh mein Gott, ich habe den eingesaugt, als er gegähnt hat. Ich passe auf dich auf. Revelio. Oh mein Gott. Ja, die sehen jetzt ja schon wieder ein bisschen... Oh mein Gott, die sehen aus wie so kleine Babys. Ey, das sind ja viele, die... weißt schon. Ich muss gerade mal nachgucken, habe ich Männchen und Weibchen? Ich habe da gar nicht... Ich achte da immer nicht drauf. Nee, ich habe... Ich brauche ein Männchen. Haben wir noch ein... Nee, ist auch ein Weibchen. Wir haben keine seltenen Männchen.
Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Die sieht aber auch schön aus. So, du bist, glaube ich, braun, ne? Und der andere ist... Nee, ich lasse euch jetzt. Alles gut. So, hier ist jetzt halt nur noch diese eine Kiste Mondsteine und hier ist noch eine Kiste. Mit Geld. Die Niffler haben da oben aber ein schönes, was großes Anwesen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, weiß ich noch nicht. Da hinten ist irgendwas passiert. Ach Gott. Man muss jetzt gar nicht springen. Gar nicht so knifflig, Merlin. Das war jetzt okay. So. Das ist voll die schöne kleine Ruine und dieser Platz für diese Niffler, die haben da wirklich voll Platz, ne? Super schön. Hier haben wir übrigens auch noch eine, wir gehen ins Dorf und gucken da jetzt rum. Ragcroft. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Oh, du bist so süß. Revelio. Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Hinter ihr war eine Kiste. War das eine Augenkiste? Ich glaube, wir haben keine Augenkisten mehr. Ich hatte in Hogwarts letztens aus Versehen noch eine Augenkiste gefunden, aber ich glaube, so in der Welt haben wir keine Augenkisten mehr. Das sind alles Eier, das sind Mondsteine. Wir gehen mal hier runter und gehen mal in dieses erste Haus, was wir hier sehen. Hier komme ich wieder von hinten einfach. Sieht aber hier auch cool aus. Sind halt nur wieder nachts unterwegs, ne? Alohomora. Wir sind halt nur wieder nachts unterwegs. Ich habe gesehen, man kann das auch Auto lösen. Dann geht's, dann musst du nicht rumdrehen. Habe ich unten, rechts. Hab ich letztens gesehen. Revelio. Ich habe eine... weißt schon. Seite gehört. Muss ich hoch? Geh mal hoch. Ich habe vergessen, ob da oben was war. Oha, das sieht schön aus. Voll schick. Ja, hier war was. Die haben schon geräumiger hier oben, wie die meisten Häuser. Hallo. Oh, wir sitzen hier gerade so komisch im Eck, ne? Es tut mir leid, ich, eine sehr ungünstige Position. Muss ich ja zugeben. Oh, dein Bobbes hängt in der Wand. Lalalala. Revelio. Ja, pling. Dieses Geräusch habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Wo macht's ein Pling? Ist es dieser Baum vielleicht? Könnte ich mir zumindest vorstellen, ja. Riesiger, schattiger Baum. Dieser prächtige Baum hat schon unzähligen Bowtruckles, Feen und Gerüchten zufolge sogar einem oder zwei Augury ein Zuhause geboten. Viele genießen ihn einfach nur wegen seines Schattens. Ja, das kann ich gerade nicht so sagen, weil ich habe gerade Nacht. Ich habe gerade überall Schatten. Ich wollte sagen, was bist du denn? Bist eine Katze? Ich habe schon wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Oh, 100. Wir haben 100 Handschuhe des Hochlandentdeckers. Stimmt, diese Hochlandentdecker-Dinge haben wir ja auch noch.
Nicht nur des Schatzsuchers, sondern auch des Hochlandentdeckers. Wollen wir mal gucken, ob es heller wird? Naja. Es bemüht sich, heller zu werden. Wir gehen jetzt erstmal... Hier komme ich nicht durch. Aber jetzt laufen schon wieder Leute, also es könnte morgen werden. Bald. Geh mal hier rein. Wollen wir mal Hallo, das mit Auto lösen testen? Ich will das mal testen. Ich habe das noch nie getestet. Achso, dann macht es einfach Plim und das. Ja, okay. Was habe ich auch anders erwartet? Finde ich eine coole Sache für so. Ja. Revelio. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, das wäre super cool, einfach nur, weil ich es wissen möchte. Ich hätte natürlich auch mitzählen können, aber das fiel mir zu spät ein. Wie viele Schlösser du mit diesem System hier im Spiel knacken musst? Gibt es da irgendwie eine Zahl zu? Hat es jemand mitgezählt? Weiß das jemand? Ich kann gerade nicht schnell laufen. Revelio. Der... Was macht er da hinten? Will er was fliegen lassen? Wird nicht zugesperrt. Quadratische Gemälde. Aber das sieht auch schön aus hier. Geh mal hoch. Ich weiß nicht, ob oben was war. Ja. Ein bisschen Geld muss sein. Oh, kleiner Niffler. Oh, wie süß ist das denn? Was ist hier schon wieder? Hier redet schon wieder jemand. Blub, 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 blub. Die schläft. Jetzt nicht mehr. Peter schläft. Revelio. Oha. Das ist eine Riesenkiste. Hallo, Homora. Nein. Ich habe aus Versehen. Entschuldigung. Wir haben einfach so eine riesen Kiste hier mitten im Flur stehen. Die ist hinten draußen. Warte. Was soll das denn? Also. Stecken die einfach hinter Revelio. Holz. Braune Palmettenschal. Wo ist noch eine hier? Ich finde diese Häuser voll schön gemacht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Hier ist irgendwie kein Haus wie das andere. Das ist voll cool. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Anscheinend. Hast du schon gesehen, was wir tun müssen? Ach. Feuerschalen anzünden. Hier ist eine Feuerschale. Hast du die anderen auch schon gesehen? Ich sehe die dritte nicht. Die zweite habe ich gesehen da vorne, aber die dritte fehlt mir noch. Wir gehen erstmal hier ins Haus rein. Hallo, Homora. Natürlich. Revelio. Natürliches. Ich habe es nicht gelesen. War das ein Baum oder irgendwas? Wer hat denn da eine Quest weiter? Oh, ach, da oben war die Quest, ne? Wollen wir kurz mal hier hingucken? Wo ist denn die andere Schüssel? Hier ist eine. Hier ist eine. Hä?
Revelio. Ist die da oben vielleicht irgendwo? Ich bin die letzte Schüssel gerade noch. Warte mal, hier war ich. Moment. Hier war ich drin, hier war ich drin, hier war ich drin, hier war ich drin. Hier ist die Prüfung. Ach, da hinten. Hm, ja. Okay, hallo. Keine Angst, ich tue nichts. Ich bin nur hier. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja. Aber ich hab doch gerade, es ist doch gerade Tag. Warum tust du mir das an? Du gehörst mir, Demigeist. Ja, ja. Wir müssen gleich nochmal schlafen. Ich glaube, wir müssten nochmal schlafen, oder? Wir hatten gerade so schönen Tag und da muss ich schlafen. Also warten, weißt schon. Seid ihr noch da? Nee, ist es. Ja, sie stehen zumindest noch hier. So, warte mal. Wollen wir. Eins, zwei. Komme ich bis da vorne hin? Ab wann blinkt es denn auf? Confringo! Schade, zu langsam. Okay, warte. Ich muss nach vorne rennen. Moment. Ab wann blinkt's? Da wäre Merlin persönlich stolz. Die anderen waren, glaube ich, weiter unten, ja. Ich muss zuerst die höhere anschießen. Gleich hinterm Haus so eine Merlins-Prüfung. Das ist doch auch okay. Revelio. So, warte, jetzt ist es wieder dunkel, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo ich war. Hier oben war ich jetzt überall, ne? Und hier war ich auch schon drin. Jetzt haben wir hier so die Runde gemacht. Hm, genau. Ja, Bianca. Hier ist ja zum Glück, also hier kann man das sehr schön sehen, wo man schon war. Redcroft Liebesbrief? Teuerste Susan. Wie sehne ich mich doch nach den Klippen und der Meeresluft von Crackcroft. Ich vermisse unsere Spaziergänge am Wasser und unsere angeregten Gespräche bei einer Tasse Tee. Oder, Sie erlauben, einen Krug Met. Ich fürchte, mindestens in 3 weitere Monate werde ich fortbleiben. Aber zu Weihnachten sollte ich zu Hause sein, wenn in London alles nach Plan verläuft. Bitte grüßen Sie Ihre liebe Mutter von mir und sagen ihr, dass ich Ihre Siruptorten vermisse. Stets der Ihre, William. Revelio. Hello. Ohne Frau. Bella Navarro. Verzeihung, Madame Navarro. Bella Navarro. Kann ich Ihnen helfen? Was verkaufen Sie, Madame Navarro? Vor allem Zaubertrankzutaten. Mit den unscheinbarsten Dingen kann man stattliche Gewinne erzielen. Sie haben in Hogwarts etwas über Zaubertränke gelernt? Bei Professor Sharp, ja. Dann sollten Sie mein Inventar zu schätzen wissen. Wir quatschen erstmal ein bisschen. Woher stammt die Ware, die Sie verkaufen? Einige sammle ich selbst draußen auf dem Land. Andere kaufe ich im Großhandel von überall aus der Welt der Zauberei. Haben Sie schon immer in Crackcroft gewohnt? Nein, ich bin hier geboren, aber vor Jahrzehnten aus Siena in Italien gezogen. Ich bin gerade erst zurück. Dort gab es nichts mehr für mich und ich brauchte, nun ja, einen Tapetenwechsel. Ganz in der Nähe soll sich ein Sumpfkrattler seltsam benehmen. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, mich aber ferngehalten. Wenn möglich, lege ich mich lieber nicht mit unberechenbaren Kräften der Natur an. Wie wir manchmal gucken, was verkaufen sieht sehr Sie seltsam hier? Aus. Mal sehen, wie ich dir helfen kann. Du kannst mir was abnehmen. Wie herzallerliebst. Das nehme ich doch gerne an. Irgendwie klingt die nicht so euphorisch, wie sie klingen möchte, glaube ich.
Herz aller Lieb. So, tschüss. Danke Bella. Für deinen netten Besuch. Okay. So, pass mal auf. Wir haben jetzt das da. Das da habe ich ja gesehen gehabt. Hier ist noch was. Ich würde... Was muss man da machen? Es scheint, dass Crackcroft ein Problem mit Erschwinderinnen hat. Da, wo ich wir eben dürfen schon... die Erschwinderinnen unsere Lebensweise nicht mit Füßen treten lassen. Alles in Ordnung, Madame? Olivier, Madame Olivier, und nein, nichts ist in Ordnung. Diese Erschwinderinnen haben das nahegelegene Schloss Clagmar heimgesucht. Und sie stören nicht nur unseren Frieden, sondern auch den Handel. Es sah so aus, als würden sie sich endlich davonschleichen, bis Sylvanus Selwyn auftauchte. Sylvanus Selwyn? Er ist die Oberratte. Wenn jemand Selwyn ausschalten würde, würde sich der Rest der Erschwinderinnen auflösen. Aber Selwyn ist ein erfahrener Zauberer. Ich kann mich nicht selbst um ihn kümmern, auch wenn ich es gern täte. Ich weiß nicht weiter. Sylvanus Selwyn? Ich dachte, Victor Rookwood führt die Erschwinderinnen. Selwyn ist einer von Rookwoods Leutnants. Nicht ganz so furchteinflößend wie Theophilus Harlow, aber dennoch gefährlich. Wissen die, dass Rookwood schon tot ist? Wo liegt Schloss Clagmar? Das Schloss Clagmar liegt an der Südküste, südwestlich von hier. Was ist so gefährlich an den Erschwinderinnen? Sie sind keine typischen Diebe und Erpresser. Nicht, dass typische Diebe und Erpresser nette Gesellschaft wären. Sie wollten die arme Bella Navarro nicht in Ruhe lassen. Sie hatte ihnen alles gegeben, aber sie bedrohten sie trotzdem weiter. Sie wollte zu ihrer Familie nach Italien zurück, verlor fast ihre Existenzgrundlage. Sie sind grausam. Davon hat sie gar nichts erzählt. Ich könnte mich um Selwyn kümmern. Oh nein, eine Schülerin kann es doch nicht mit Selwyn aufnehmen. Aber ich setze ein schönes Kopfgeld auf ihn aus. Sagen Sie es gerne weiter. Eine Schülerin. Ich habe Rookwood getötet. Ich habe Harlow nach Azkaban gebracht. Hallo? Normale Schülerin. Gebt ihr normale Schülerin. Wäre zu... Achso, weil ich es schon gesäubert habe. Ja, guck mal einer an. Ja, guck mal. Also, ich habe das schneller gemacht, als du das mir überhaupt sagen konntest. Wahrscheinlich mussten wir dort irgendwas machen. Und da wir das gerade eben gemacht hatten vorhin, haben wir jetzt diese Quest bekommen und haben sie gleich beendet. Ich dachte jetzt halt eigentlich, vielleicht spawnen die nochmal nach. Wo war denn das Schloss überhaupt? An der Küste. War das das da hinten? Oder ist es das da? Ich sehe leider... Man sieht leider nicht, ne? Aber hey, guck mal. So schnell ist keiner. Ich kann sogar Dinge vorhersehen, die erst passieren oder wie auch immer. Also, siehst du? Also, von wegen Schülerin. Ich habe mich um Selwyn gekümmert. Sie haben Selwyn besiegt? Bei Merlins Bart. Eine Schülerin hat einen von Rookwoods Schergen zu Fall gebracht. Dann gehört dieses Kopfgeld wohl Ihnen. Wohlverdient. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da irgendeiner Selwyn hieß. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich das gesehen habe und in dem Moment nicht wahrgenommen habe, weil ich mir dachte, ja, das ist irgendein Name. Ich würde gerade so gerne das machen, aber nee, ich bin heute lieb. Schön, dass ich Crackcroft vor den Erschwinderinnen schützen konnte. Dank Ihnen werden uns die Diebe endlich in Ruhe lassen. Sie sind jederzeit in Crackcroft willkommen. Hier ist es ganz wundervoll, wenn wir nicht von Erschwinderinnen bedroht werden. Schließe alle Nebenaufträge ab. Ich habe ein Achievement bekommen. was ich sagen wollte, ich wollte gerade was sagen, mir fällt es nicht mehr ein. Achso, ich hätte wahrscheinlich sowieso nur mehr Gold bekommen und wir schwimmen gerade in Gold. Also Münzen. Von daher, nee, ist schon okay. Ich mache das gerne. Ich weiß zwar nicht mehr, wann ich das gemacht habe, aber hey. Ja, wir haben... Nee, hier ist es tatsächlich nichts, ne.
Es war nur ein normales Achievement bei Steam. Revelio. Was muss ich denn tun, um die Tür aufzumachen? Ach ja. Accio. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja. Das habe ich auch nicht gesehen. Ringo. Accio. Das sollte ich untersuchen. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon lange keinen Schach mehr gehabt, aber ich wollte es nicht. Okay, pass auf. Revelio. Hallo, mein Freund. Wir haben Weiß. Wir müssen ein paar Dinge testen. Ich weiß es ungefähr, aber nicht wirklich. So, pass auf. Du bist doch der König, ne? Nee, nicht dahin. Ich wollte eins weiter runter. Warte, hier, so. Nee, ich will hier dazwischen. Gehst du bitte mal hier hin? Dankeschön, Mann. Oh Gott, Leute. Das ist auch mein einziger Move, den ich kann. Jetzt hatten wir dreimal Schach, ne? Mal gucken, wie oft es noch kommt. So viel haben wir ja nicht mehr. Wir haben jetzt ja noch die paar da hinten. Ich würde sagen, die machen wir noch. Das ist ja eigentlich nur ein Knieselbau. Hier ist einfach nur ein Straßenköter-Versteck und Spinnen. Das heißt, wir haben noch diese Höhle und diese Prüfung. Ich würde sagen, das machen wir noch. Dann hätten wir das nämlich fertig. Das wäre sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, wenn mich nicht alles täuscht, aber es könnte sein, dass wir mit dieser Merlins-Prüfung dann wirklich alle Merlins-Prüfungen komplett haben. Ich habe heute sehr viele Achievements bekommen. Heute ist ein schöner Tag. Hallo, meine Freunde. Hallo, der sieht mich gar nicht. Rockborough ist nur dafür. Ach, hier. Warum bist du denn schon wieder gelb? Oh, ich konnte dich. Ah ja, sehr gut. Wo hast du denn was fallen lassen? Hast du mir was fallen lassen? Du hast mir nichts fallen lassen. Ich weiß, was das bedeutet. Ja. Eine Prüfung Merlins. Ich auch. Ich muss kurz nochmal mit meinen Dings hier gucken. Ach, hier unten ist was. Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Das sind nur Pilze, das sind Pilze. Okay. Überall nur Pilze und Eier. Lumos. Lumos. Habe ich noch einen zweiten mitgenommen. Kannst du gleich alle einsammeln. Wo sind denn die letzten? Hier drin hat es doch gerade geflattert, oder? Warte mal. Stopp. Wo war der letzte gerade? Ich habe Revelio. Lumos. Ah, da unten. Den hatte ich komplett übersehen. Ja. Ich habe alle Merlins-Prüfungen abgeschlossen. Wie cool ist das heute? Heute ist ein schöner Tag. Ein sehr schöner Tag. Sehr, sehr cool. Aber die Prüfungen in dem Ding waren ja schon fertig. Da hatte ich ja nichts mehr in den Herausforderungen. Das waren ja deutlich weniger als... Ich habe, glaube ich, momentan nichts, ne, was ich abschließen kann. Nö. Ich muss dann erst nochmal verkaufen und... Und bevor wir... Ja, ich meine, ich muss ja eh zurück, um mich umziehen und so weiter und überhaupt, aber... muss dann erstmal wieder alles verkaufen und so. Wo wollte ich jetzt da hin? Hier hin. So, dann machen wir noch das und das da oben und dann haben wir es doch. Dann haben wir es bald.
Ne? Und die ist gleich hier. Ich finde solche kleinen Örtchen immer voll schön. Oh, hier ist ein... Revelio. Ja. Ich sehe noch nichts. Da unten. Eine Spinne. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich bin hier drauf. Nicht den... Hast du gerade den Ding... Hast du gerade den Popel angedingst? Oh, hallo. Wollte die Spinne hinter mir eigentlich machen. Du hast machen. Doch unseren Drachen befreit. Dafür wirst du selbst ein paar Schuppen lassen. Glaube ich nicht. Hier ist wieder so ein ekliges Gematsche. Revelio. Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Das wirst du schon bald bereuen. Ich hab dich im Duell gesehen. Radium Leviosa. Du hast Harlo nach Azkaban geschickt. Das wirst du bereuen. Ja, ich werde zu viel bereuen in meinem Leben. Sag mal, kannst du mal hinter jedem Satz, den er sagt, das wirst du bereuen. Du hast das gemacht, das wirst du bereuen. Du hast das gemacht, das wirst du bereuen. Ich werde so viel bereuen. Ruhig jetzt. Für dich sieht es nämlich gar nicht gut aus, mein Freundchen. Wärst du netter gewesen, hätte ich dich vielleicht freigelassen. Incendio! Nee, hätte ich wahrscheinlich nicht, weil ich genau gewusst habe, dass er wieder sagt, du hast mich freigelassen, das wird dir noch... Das wirst du bereuen. Ich werde wiederkommen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Sag mal, heute wollen sie es aber wirklich wissen, du. Jetzt habe ich gerade... Revelio. Was muss ich in diesem Mal? Der Stuhl. Dann ist es doch wieder ein roter. Hm. Rote Schachfiguren. Ja genau, schwarz wollte ich sagen. Schwarz war die Farbe, die ich gesucht habe. Lassen Sie mich kurz gucken. Du bist der König, oder? Jetzt weiß ich nicht, links oder rechts. Und ist es richtig, weil es außen ist? Lasse ich es jetzt auf dem richtigen runter? Okay. Dann muss ich jetzt mal gucken. Das ist immer so ein kleiner Spaß. Moment. Ich krieg den nicht. Sag ich lieber nicht. Guck, das verstehe ich eben nicht. Das ist voll komisch. Manchmal ist es richtig hier und manchmal richtig hier. Oder warte mal, stand der andere letztens hier? Also. Wenn das der König ist. Nee, dann war der König hier gestanden und wir haben unseren hier hin. Aber ich hab keine Ahnung. Es funktioniert irgendwie. Jetzt steht ein Stuhl auf dem Feld. Ich glaube, wir haben jetzt halt alle Hügelgräber, zumindest, also alle, die ich aufgedeckt habe. Was ich ein bisschen schade finde, also wenn es einen Kritikpunkt von mir geben würde, aber das ist wirklich meckern auf hohem Niveau, an der Map und so weiter, dann, oder was ich hätte... Was ich hätte, so zum Nachverfolgen, wo man schon war und was man gemacht hat und so weiter, ne? Was ich gerne hätte bei dieser Map, ich meine, klar gibt es im Internet viele Maps, wo es sowas haben. Ich hätte es aber gerne im Spiel drin. Zum Beispiel hast du ja hier Lager, wo eine Sammlertruhe war. Es wird ja auch unten links angezeigt und dann siehst du halt dann so einen Haken an dem Lager. Das hätte ich liebend gerne auch für Hügelgräber, für Merlins Prüfungen, für was es sonst noch so gibt. Damit ich weiß, okay, da war was, das habe ich gesehen und das habe ich gemacht. Weil wenn die einfach weg sind, dann weiß ich immer nicht, habe ich die jetzt schon gemacht und ist es jetzt deswegen weg? Oder
habe ich es einfach noch nicht gefunden. Weil dann wird es ja auch nicht angezeigt. Ich meine, klar, wäre die Map dann total überladen mit irgendwelchen Symbolen, dann könnte man ja, dann könnte es ja eine Funktion geben, wie so ein Filter, wo es halt irgendwie gezeigt wird, okay, zeig mir alle Prüfungen, zeig mir alle was weiß ich was, oder blende gemachte Prüfungen aus oder irgendwie sowas, ne? Sowas wäre halt voll cool, aber das ist halt auch wieder mit sehr viel Arbeit verbunden. Deswegen ist das schon okay. Aber das wäre so für Leute, die das wirklich sauber machen wollen. Was ist denn hier für ein? Das sieht ja cool aus. Guck mal. Das sieht ja voll schön aus. Wer wohnt hier nochmal? Wie süß. Ich habe die zuerst gar nicht erkannt, weil die eine so, so komisch gelaufen ist. Da hinten ist ja aber noch eine. Kniesel. Kniesel, Schiesel. Hallo? Revelio. Geh die einfach so? Nee, da brauchen wir natürlich wieder einen. Was ist da hinten? Was ist das? Ist es unten drin? Nee, ich hab aus Versehen. Ja. Ich hab doch aus Versehen das Set gerade gewechselt. Nee, es geht in diese Richtung. Oh. Was war das da oben für ein komisches Ding unter der... Jetzt haben wir, glaube ich, alle, die ich zumindest aufgedeckt hatte. Glaube ich. Wo ist denn der... Hat er sich wieder nach oben versetzt? Der ist einfach wieder weg. Was ist das da komisches unter der Erde? Ist das unter der Erde? Hier ist doch nichts weiter, wo man hingehen könnte. Hier, dann haben wir das. Das da hatten wir ja soweit gemacht hier drüben. Hier war auch nichts mehr. Hier war alles. Wir können mal kurz gucken. 525-1211. Eine Landeplattform ist hier noch irgendwo. Hier ist noch irgendwo eine Landeplattform. Die ist bestimmt vielleicht hier oben irgendwo. Maybe. Kann noch ein bisschen rumfliegen und die suchen. Aber die muss ja irgendwo... Mhm. Naja, die muss nicht unbedingt weiter oben sein. Ich gucke einfach ein bisschen rum. Ob ich die finde. Aber da wir schon fast eine Stunde haben... Wie gesagt, ich wollte das heute unbedingt fertig machen. Das ging leider so lange. Aber da wir jetzt ja fast eine Stunde haben... Würde ich euch mal in die nächste Folge schicken. Und ja, also es sieht danach aus, dass wir in der nächsten Folge tatsächlich obwohl wir können ja noch, was wir tatsächlich noch machen können, bevor wir den Hauptauftrag machen, also zu Ende machen. Ich wollte nicht auf die Karte. Ich wollte Aufträge. Wir können noch mal hier hingucken. Sebastian möchte noch mal mit uns reden. Das können wir gerne noch mal machen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und dann würde ich sagen, da wir ja momentan dann nichts mehr anderes Wichtiges zu tun haben, fangen wir dann hiermit an. Auch wenn ich mich dagegen sträube, aber hey, wir müssen es ja machen. Dann machen wir das da in der nächsten Folge und dann gucken, wie weit wir kommen und so, ne? Ich suche jetzt halt noch die Landeplattform. Und dann porte ich mich auch zurück nach Hogwarts. War eine sehr, sehr coole Folge heute. Sehr viel geschafft. Wir haben das letzte Gebiet fast fertig. Sehr viele Steam-Achievements bekommen. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch.
Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.